Jetzt kommt der beste Moment, den es gibt. Also, passt auf. Oh Gott, ist richtig komisch zu sagen, aber ich habe ein neues Handy bekommen. Oh mein Gott, ich finde das gerade so krass. Und zwar... Nein, einfach das iPhone 15. Ihr wisst nicht, ich finde das gerade wirklich so unnormal krass. Und das Video soll auch jetzt nicht so angebend oder so rüberkommen. Ich habe ein neues Handy und ich dachte mir, ich unboxe das einfach mit euch. Ich habe das noch nicht aufgemacht. Ich weiß nicht, schaut mal, das muss man noch komplett neu aufmachen. Und ich finde das gerade so krass. Mein Handy ist mir runtergefallen, mein altes. Und sieht jetzt so aus. Man erkennt es nicht so gut, aber hier ist komplett gesprungen. Und hier oben. Was ist das jetzt? Dieses Handy stürzt die ganze Zeit ab. Die Kameraqualität, sie ist okay, aber manchmal ist es fokussiert einfach gar nicht. Ich kann auf Snap keine Videos mehr machen. Es stürzt die ganze Zeit ab. Also manchmal geht's, aber wenn ich so längere Videos mache, manchmal schmeißt mich einfach aus der App raus und es liegt nicht an Snapchat, Leute. Weil, wieso? Ich habe alle Updates gemacht. Dieses Handy hat einfach, seitdem mir das runtergefallen ist, nicht mehr richtig funktioniert. Und ja, keine Ahnung, deswegen habe ich mir ein neues geholt. Das Handy werde ich auf jeden Fall trotzdem noch benutzen für eben diese YouTube-Sachen und sowas. Zum Beispiel, wenn man jetzt Nahaufnahmen machen will oder so. Ich werde hier alle Bilder runterlöschen. Und dann machen wir das sozusagen so zu unserem YouTube-Handy. Leute, ganz einfach, okay. Ich hole jetzt von unten noch schnell die Hülle. Und dann packen wir es zusammen aus. Ich bin so glücklich. Ich habe mir so eine ganz basic weiße, nicht weiße. Ich habe mir so eine ganz basic durchsichtige Hülle geholt. Die hat aber so ein, wie heißt das, so ein, wartet, ich zeig's euch. Die ist so, ich habe die schon rausgeholt, deswegen ist die so ein bisschen angedatscht. Aber die hat hier so ein Ding, weil man kann es irgendwie dann so laden. Oder schau mal. Groß. Oh mein Gott. Ich finde das gerade so krass. Ich freue mich so. Ja, hier geht es mal ganz vorsichtig hier hin. Und dann habe ich natürlich auch noch ein Schutzglas geholt. Da sind noch so für die Kamera so ein Schutz drin, was bei mir sehr gut ist, wie man sieht, ne? Ja. Ich habe mich gut ausgestattet. Die beiden Sachen, also die das Schutzglas und die Hülle sind von ESR, falls jemand fragt. Keine Ahnung. Aber die sind gut, glaube ich. Jetzt packen wir das Handy aus. Ich bin gerade so glücklich. Okay, wartet. Okay, jetzt kommt der beste Moment, den es gibt. Also, passt auf. Früher war das immer geiler. Was war denn da? Eine Folie, gell? Ja. So aus. Und so sieht mein altes aus. Schaut mal. Die Kameras sind auch kleiner und irgendwie, die sehen anders aus. Oh, das ist so krass gerade. Ich habe so Angst, dass ich meinen Nägeln da irgendwie kratzer reinmache. Und wisst ihr, was wir jetzt direkt machen? Ich mache jetzt mal von innen kurz diese Fülle ein bisschen sauberer. Wir packen das jetzt direkt in die Hülle rein. Ich habe ein Trauma. Trauma. Nein, stopp. Ich mache die Hülle noch nicht drauf. Oh mein Gott. Das ist gerade so krass für mich. Ich mache die Hülle drauf, nachdem ich das Schutzglas drauf gemacht habe. Aber, warte mal, ich lege das jetzt mal hier eben zur Seite. Jetzt noch aufpassen drauf. Also, hier drinnen ist einmal halt dieses Ding, um einen SIM rauszumachen, Apple-Sticker, wie immer, Leute, man kennt's. Und ein Ladekabel, aber ein anderes. Stimmt, das habe ich auf TikTok gesehen, dass das jetzt ein anderes Kabel ist. Und zwar so eins. Okay.
Und auch, guck mal, das Kabel ist anders. Das ist, ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist so geriffelt. Das war dann sonst auch noch nicht. Aber das Coole, ich lege es mal nach hinten, weil es ein Ladekabel. Ich habe davon ganz viele. Ich bin gerade so hyped drauf, dieses Handy, die Folie abzuziehen. Ihr wisst nicht, oh mein Gott. Okay, Leute. Nicht. Ich habe mir das schon länger gewünscht und jetzt, dass ich das einfach gerade hier habe. Ne? Ich finde es gerade richtig cool. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um den Kameraschutz. Auf jeden Fall, Leute, ich heute in der Schule. Ich dachte einfach, weil wir haben eine Englisch-Ex geschrieben vor ein paar Tagen. Ich dachte, dass die so richtig gut wird, Leute. Die war gar nicht so gut. Ein bisschen enttäuscht von mir selber, aber egal. Naja, das wird besser schon. Lass es mal auf. Guck mal, das ist wie so ein großes Handy. Ich will die ganze Zeit so machen, aber nein. Leute, hier ist jetzt einmal der Kameraschutz. Das machen wir jetzt mal ganz, ganz vorsichtig. Puh, okay, warte mal. Ich muss auf die Anleitung gucken, bevor ich was falsch mache. Wir nehmen uns mal hier so ein kleines Tuch und machen das wirklich ganz clean. Okay. Und jetzt? Hä? Bin ich dumm? Oh. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ah! Oh mein Gott. Ich hatte gerade so Angst, dass ich was kaputt gemacht habe. Okay, warte mal. Machen wir es sauber. Oh mein Gott, da ist zum Glück... Wartet. Nein, kein einziger Fussel. Okay, jetzt habe ich hier einmal so einen Kameraschutz. Kennt ihr diese TikToks, wo die das so richtig professionell immer machen? So fühle ich mich gerade. Okay. Folie drauf gemacht. Ich habe es geschafft, alle von diesen Luftblasen wegzumachen, außer ja, okay, man sieht die gar nicht. Das sind wirklich so zwei mini Luftbläschen, aber das sieht man eh nicht. So. Leute. Das Make-up drauf. Das ist eine richtig starke Hülle. Okay, jetzt haben wir es richtig gut versorgt. Ich werde mir noch eine andere Hülle, glaube ich, holen. So eine coole. Das ist richtig krass. Ich meine, schaut mal. Und jetzt der Moment der Wahrheit, Leute. Wartet. Vielleicht, wenn ich das Licht ausmache, sieht man es besser. Oh mein Gott, ja. Okay, richten wir es ein. WLAN-Passwort. Okay, Leute, wir müssen jetzt kurz das WLAN-Passwort holen, weil ich weiß das nicht auswendig. Okay, Leute, ich verbinde da jetzt mal ganz schnell alles, weil es wird jetzt viel zu lang dauern. Eine Ewigkeit später. Ja, Mann, Leute, mittlerweile sind um die 3 oder 4 Stunden vergangen
Und ja, mein Handy ist jetzt endlich... Oh mein Gott. Mein Handy ist jetzt endlich fertig zum Einrichten. Ich habe jetzt wirklich alles eingestellt. Alle Bilder übertragen, meine Nummer, mich bei Snap wieder angemeldet, bei Insta. Nee, bei Insta noch nicht, mache ich aber noch. Bei TikTok habe ich mich wieder angemeldet, ganz schlimm. Übrigens, Leute, ich habe jetzt auch TikTok, so heiße ich. Schaut da super gerne mal vorbei. ja, weil der Account irgendwie wird nicht so ausgespielt, aber es ist auf jeden Fall mein originaler Account. Und jetzt werden wir es einrichten. Das hat jetzt gerade noch diesen hässlichen Hintergrund von meinem alten Handy. Und das fühle ich gar nicht, deswegen gehen wir jetzt erstmal rüber zu Pinterest. Wir suchen jetzt erstmal nach einem schönen Hintergrund. Okay, Leute, ich habe jetzt das hier als Hintergrundbild, weil es ist 100% mein Traumauto. 100% Porsche GT3 RS. Ich weiß nicht, ich finde den schon so lang so schön und keine Ahnung. Ich fühle das Bild irgendwie, ich finde es cool. Und es passt auch irgendwie so, oh, ich habe meine Kamera an. Es passt auch so irgendwie zu meinem Handy, finde ich so. Ist hier, ich weiß nicht, ich finde es einfach schön. Und mein Hintergrundbild ist jetzt halt einfach so, das da nur in so verschwommen. Also immer noch grau. Aber wir müssen uns ehrlich darum kümmern, weil Leute, so kann das absolut nicht bleiben. Ich habe jetzt hier einmal... So, die Seite da ist Snapchat, Insta, Pinterest, TikTok, Spotify, WhatsApp, Notizen, Fotos, BeReal, Rechner, Taschenrechner, Kamera und Uhrzeit. So Apps, die ich eigentlich immer benutze. Und auf der Seite sind einfach so meine Spiele. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach so, wenn mir langweilig ist, wenn ich mit Freunden spiele oder Kahoot für die Schule, Ludo, wenn ich telefoniere mit einer Freundin, Omet TV, ne, ja, und sowas. Und hier an der ganzen, also, oh, hä? Komplett an der Seite habe ich einfach diese ganzen Apps, die man einfach nicht braucht. Und jetzt gucke ich noch auf TikTok, wie man das macht, dass, weil man kann ja irgendwie machen, dass hier oben in diesem kleinen Link, wo ein Tier ist, ich gucke jetzt, wie das geht. Okay, dafür braucht man irgendwie so eine App, die heißt so Pixel Pulse Widget Pet Game. Das ist die hier oben und ich lade mir die jetzt ganz schnell runter. Okay, Leute, ich habe mir die App jetzt runtergeladen. Warte mal. Wie ist das denn jetzt? Oh mein Gott, wie süß! Oh mein Gott! Ich kann jetzt hier so ein Tier auswählen. Ich nehme diesen Ochsenlottel. Kostet das was? Ja. Okay. Oh mein Gott, nur die Hunde sind kostenlos. Das klingt richtig komisch gerade. Okay, dann nehme ich den hier. Und jetzt schaut mal. Leute, hier oben. Oh Gott, fokussiert. Hier oben ist ja so ein kleiner Hund. Oder ist eine Katze? Ist eine Katze. Ja, finde ich cool. Finde ich ehrlich super, dass es darum läuft. Das ist Hugo. The Cat. Nee. Oh mein Gott, ist das süß. Jetzt kann ich das füttern. Leute, ich liebe es jetzt schon, wenn ihr so... Ich glaube, das geht ab dem iPhone 14. Ja, 14 glaube ich. Holt euch diese App, Leute, das ist knuffig. Oh mein Gott. Süß. Stopp mal. Jetzt kann ich nämlich hier auf Hugo, so heißt meine Katze, ich bin gar nicht fokussiert, hier oben drauf gehen. Und dann kann ich die hier oben, ich kann die füttern mit Karotten. Und dann isst die einfach ihre Karotten. Das ist so süß. Okay, jetzt habe ich hier oben auf jeden Fall schon mal ein Tierchen. Das ist sehr, sehr süß. So sieht das jetzt aus. Jeder kann auch meinen Hänger. So. Finde ich gut. Okay, guys. I'm finished. Naja, fast. Irgendwie, ich habe mein Tier verloren. Also, es chillt nicht mehr hier oben. Ne? Ich will mein Tier wieder, Leute. Mein Tier ist weg. Seht ihr das? Das ist da nicht mehr. Okay, Leute, mit dem Tier, da muss ich einfach nochmal schauen, wie ich das hinkriege. Aber auf jeden Fall, ich bin so dankbar einfach für dieses Handy. Ich finde es so krass, dass ich das jetzt einfach habe. Ich realisiere es nicht mal richtig. Und Leute, schaut mal, das Ding hier hinten ist einfach magnetisch. Das ist voll witzig. Ich weiß nicht warum. Oh mein Gott, der Fernseher von meiner Mutter ist voll laut. Man hört alles, aber egal, ich bin auf jeden Fall richtig glücklich, dass ich das jetzt
habe und das ich jetzt auch so schön eingerichtet habe und benutzen kann. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr jetzt auch ein bisschen Motivation, euer Handy neu einzurichten und schön zu machen und sowas und alles. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst super gerne einen Daumen nach oben da, drückt die Glocke und abonniert mich. Und ich werde jetzt erstmal weiter ein bisschen gucken, was ich hier noch hübscher machen kann. Adios, amigos. Bye, bye.